Wir haben hier die Pass-Tabelle eines aller Nullautomaten und dies ist das zweite Beispiel dazu, wie es aussieht, wenn dieser Automat ein Wort verarbeitet. In diesem Fall jetzt ABB, das sich ein klein bisschen von dem anderen Beispiel unterscheidet. So, wir sind hier im Zustand Q0 und schauen danach, was wir machen können in dieser Tabelle. In Q0 können wir, ja, die einzige Möglichkeit, die wir haben, ist, dass wir ein A shiften. Und das können wir auch machen, weil wir haben ja als Resteingabe hier ein A. Also schreibe ich jetzt mal ein bisschen versetzt wieder. Wir behalten hier unser Q0. Wir shiften unser A hier rüber. Und die Regel, die sagt, dass ich mich dann in Zustand 1 begebe. Das heißt, ich schreibe hier ein Q1 ran. So, damit ist die Resteingabe um 1 kürzer, nämlich nur noch BB Dollar. Und die Aktion, die wir durchgeführt haben, war ein Shift. So, als nächstes sind wir im Zustand Q1 und schauen, was wir da machen können. Und ja, das Einzige, was wir machen können, ist ein Reduce mit der Regel Nummer 2. Das ist die hier. Das heißt, wir können hier die rechte Regelseite durch die linke ersetzen. Also wir können jetzt diesen Teil durch das nicht terminale A ersetzen. Und dann schauen wir, wo wir damit hinkommen. Im Zustand Q0 mit dem A bewegen wir uns im Zustand Q2. So, die Resteingabe bleibt davon unberührt. Und die Aktion war ein Reduce mit Regel Nummer 2. So, jetzt sind wir im Zustand Q2. In Q2 können wir entweder ein A oder ein B shiften und wir haben in der Resteingabe jetzt ein B, also shifte ich dieses B und bewege mich in Zustand 3. So, dieses B shifte ich rüber. Dann habe ich hier den Verarbeitungsstack mit dem neuen B und ich bin im Zustand Q3. Dann bleiben hier noch B und Dollar übrig. Und die Aktion war ein Shift. Was ich hier wieder abkürze, damit ihr mir nicht so stundenlang beim Schreiben zuschauen müsst. So, jetzt sind wir im Zustand Q3. Das Einzige, was wir hier machen können, ist ein Reduce mit der Regel Nummer 4. Also kann ich jetzt dieses terminale B durch ein nicht terminales B ersetzen. Das heißt, diesen ganzen Teil hier kann ich ersetzen. So, dann habe ich hier Q0, A. Q2, das bleibt da. Dann habe ich hier mein nicht terminales B. Und dann gucke ich mal, wo ich vom Zustand Q2 mit dem B hinkomme. Und zwar komme ich in Zustand 4. Und dann bin ich hier in Q4. So, dann habe ich dies hier in der Resteingabe. Und meine Aktion war ein Reduce mit der Regel Nummer 4. So, im Zustand Q4 kann ich jetzt nur noch einen Reduce mit der Regel Nummer 1 durchführen. Das heißt, ich kann A und B durch eine S ersetzen, also diesen ganzen Teil. Dann habe ich hier Q0 und S. Damit komme ich von Q0, mit dem S komme ich in Zustand 6. Und ja, wir haben hier noch Resteingabe übrig. Und ich habe einen Reduce durchgeführt mit der Regel Nummer 1. So, und was können wir jetzt machen? Wir sind im Zustand Q6, das heißt, das ist unser akzeptierender Zustand. Wir können nichts weiter machen, außer das Wort zu akzeptieren. Aber wir haben hier ein Problem, denn wir haben noch ein B in der Resteingabe und wenn ein Wort nicht vollständig verarbeitet wurde und wir im akzeptierenden Zustand sind, dann wird dieses Wort nicht akzeptiert. Das heißt also, wir haben versucht, ein Wort zu parsen, was nicht in der Sprache ist.